Hey, willkommen zu einem neuen Video. Jeder von uns ist einzigartig. Das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Aber einige von uns sind extrem anders als die meisten anderen Menschen. In unserem heutigen Video zeigen wir dir 10 Männer, die so einzigartig sind, dass du kaum glauben wirst, dass sie es wirklich gibt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Thomas ist ein Schweizer Junge mit einer unglaublich seltenen Blutgruppe. Tatsächlich ist sein Blut das seltenste Blut der Welt, weshalb es auch oft als goldenes Blut bezeichnet wird. Es handelt sich um die Blutgruppe RH0, die so selten ist, dass nur 43 Menschen auf der ganzen Welt sie haben. Thomas erkrankte einmal an einer Infektion, die seine Eltern veranlasste, ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Als die Ärzte dort sein Blut abnahmen, entdeckten sie etwas sehr Merkwürdiges, das sie zunächst für einen Fehler hielten. Aber nach einigen weiteren Tests wurde bei Thomas tatsächlich die Blutgruppe RH0 diagnostiziert. Menschen mit dieser seltenen Blutgruppe fehlt ein Antigen, das die meisten Menschen haben. Im Fall von RH0-Blut fehlen die Antigene völlig im Blut. Für Menschen wie Thomas ist es daher sehr schwierig, eine Bluttransfusion zu erhalten. Es gibt nur sehr wenige mögliche Spender mit einer sehr seltenen Blutgruppe. Es ist also ziemlich beängstigend, wenn ihm etwas zustoßen sollte. Nummer 9. Als Marty Sheedy geboren wurde, sagten die Ärzte seinen Eltern, dass er höchstens 2 Jahre alt werden würde und wenn er länger leben sollte, würde er nie selbstständig laufen können. Er hat mehrere Wachstums- und Gelenkanomalien, die Arthrogryposis genannt werden. Diese Störung verursacht ein eingeschränktes Wachstum, Muskelschwäche und Komplikationen in verschiedenen Organen. Seine Hüften sind dauerhaft ausgekugelt und er leidet auch unter dem Pflaumenbauchsyndrom, das heißt, er hat keine Bauchmuskeln. Die meisten Säuglinge mit Arthrogryposis leben nicht lange, aber Marty war eine Ausnahme. Da er keine Hüftgelenke hat, aber trotzdem wie andere Kinder laufen und spielen wollte, lernte er mit gekreuzten Beinen zu gehen. Als er aufwuchs, starrten ihn viele Leute an. Auch die Kinder in seiner Schule fragten ihn nach seinen Beinen, aber er erklärte es ihnen gerne. Er nannte sich sogar stolz den Scherenmann. Nummer 8. Nick Smith ist nur 89 cm groß und damit einer der kleinsten Männer der Welt. Seine beiden Brüder Levi und Travis sind dagegen große Männer. Eigentlich sind alle in seiner Familie groß, aber Nick leidet an einer seltenen genetischen Störung, dem sogenannten primordialen Zwergwuchs. Diese Krankheit führt zu einer verzögerten Entwicklung im Mutterleib. In diesen extrem seltenen Fällen wächst das ungeborene Kind nicht so, wie es sollte. Nach Angaben von Nicks Arzt verlangsamt der Zwergwuchs die Zellteilung, weshalb er so klein ist. Doch seiner Mutter zufolge ist Nick ein positiver Junge mit einem großen Sinn für Humor. Seine kleine Statur hat ihn nicht davon abgehalten, der König des Abschlussballs zu werden oder der örtlichen Theatergruppe beizutreten. Nummer 7. Tom Staniford ist ein britischer Mann, der in Akrotiri auf der Insel Zypern geboren wurde. Er ist einer der dünnsten Menschen der Welt. Er ist sogar so dünn, dass die Form und Struktur seines Schädels sehr stark hervorstechen. Tom leidet an einer Krankheit namens MDP-Syndrom. Weltweit sind nur 8 Fälle davon registriert. Aufgrund dieser besonderen Stoffwechselstörung ist Tom nicht in der Lage, Fett zu speichern. Tom ist 1,90 Meter groß, wiegt aber nur 65 Kilogramm. Er hat auch einige andere gesundheitliche Probleme. Er leidet an Typ-2-Diabetes, hat einen niedrigen Testosteronspiegel und ist in seinen Gliedmaßen nicht sehr beweglich. Trotz allem hat sich Tom von seiner Krankheit nicht entmutigen lassen. Er wurde Radprofi und gehört zu den Besten in seinem Sport. Im Jahr 2011 wurde er nationaler Meister im Pararadfahren und dann auch paralympischer Weltmeister im Radfahren. Nummer 6. Abu Bajandar stammt aus einer Stadt im Süden Bangladeschs und musste seinen Job aufgeben, als er Missbildungen an seinen Händen entwickelte. Abu Bajandar leidet an einer extrem seltenen Hautkrankheit, dem sogenannten Treeman-Syndrom, bei dem seine Hände wie Äste aussehen. Sein Fall hat viele Ärzte auf der ganzen Welt verblüfft. Infolgedessen geriet er unter dem Namen Treeman mehrfach in die internationalen Schlagzeilen. Seit 2016 wurde Abu insgesamt 25 Mal operiert und jedes Mal dachten die Ärzte, sie hätten seine Krankheit endlich geheilt. Doch nach einer Weile wuchsen die Äste immer wieder nach. Im Jahr 2017 wurde er erneut operiert und danach konnte er seine Hände zum Essen und Schreiben benutzen. Die Ärzte sagen jedoch, dass in Zukunft weitere Behandlungen erforderlich sein werden. Nummer 5. Von 1975 bis 1994 wurde Lal Bihari Mirittag, ein indischer Bauer, offiziell für tot erklärt. All die Jahre musste er der Regierung beweisen, dass er noch am Leben war. Dies ist seine Geschichte.
Lal Bihari fand heraus, dass sein Onkel ihn 1975 offiziell für tot erklärt hatte, damit er sein Familienland beanspruchen konnte. Lal Bihari versuchte jedoch, dies rückgängig zu machen, aber die Behörden sagten ihm, dass dies nicht rückgängig gemacht werden könne. Daraufhin unternahm er alles Mögliche, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Regierung dazu zu bringen, anzuerkennen, dass er tatsächlich noch am Leben war. Als dies nicht gelang, beschloss er, das Gesetz zu brechen, damit die Polizei ihn verhaften und schließlich zugeben musste, dass er noch lebte. Doch die Polizei hatte seinen Plan durchschaut. Erst 1994 wurde der angebliche Tod von Lal Bihari ungeschehen gemacht. Was für eine bizarre Geschichte, nicht wahr? Nummer 4. Wenn ihr den Film Blade von 1998 gesehen habt, kennt ihr wahrscheinlich Vampir Pearl, den stark übergewichtigen Vampir, der zu groß ist, um selbst aus dem Bett zu steigen. Aber im wirklichen Leben gab es auch einen Mann, der auch nicht aus seinem Bett aufstehen konnte. Das war John Brower Minnich, der 1978 zum schwersten Mann der Welt ernannt wurde. Er wog in seiner Blütezeit unglaubliche 635 Kilogramm und dieser Rekord ist bis heute nicht gebrochen worden. Er war so groß, dass Ärzte Schwierigkeiten hatten, ihn auf eine Waage zu stellen, um sein Gewicht zu messen. Als er erst 12 Jahre alt war, wog er 133 Kilogramm. Irgendwann begann sein zunehmendes Gewicht auch seine Gesundheit zu beeinträchtigen. Im Jahr 1978 wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und mehr als ein Dutzend Feuerwehrleute und Rettungskräfte mussten ihn auf einer umgebauten Trage transportieren. John starb schließlich im Alter von 41 Jahren im Krankenhaus. Nummer 3. Sean Clark wurde mit CRS geboren, einer Erkrankung, die durch eine abnorme Entwicklung der unteren Wirbelsäule gekennzeichnet ist. In Seans Fall wurde er ohne Beine geboren. Als er klein war, musste er in einer Pflegefamilie untergebracht werden, weil seine Mutter sich nicht gut um ihn kümmerte. Als er aufwuchs, wurde er nie wirklich akzeptiert. In seiner Geschichte erzählt Sean, dass er schikaniert, geschlagen und unterernährt wurde. Erst als er im Alter von 16 Jahren von Kimberly Clark Hawkins adoptiert wurde, änderte sich sein Leben. Dank seiner Pflegemutter ist Sean heute ein Motivationsredner, Autor und Sportler. Er ist ein sehr guter Ringer, zweifacher Leichtathletikmeister und steht im Guinness-Buch der Rekorde als schnellster Mann im 20-Meter-Sprint auf zwei Händen. Nummer 2. Claudio Vieira de Oliveira ist ein 45-jähriger Mann, der mit einem seltenen Syndrom namens AMC geboren wurde. Es beeinträchtigt seine Gelenke und seine Muskulatur so, dass sein Kopf auf dem Kopf steht. Die Ärzte dachten, er hätte nur noch einen Tag zu leben. Und wenn er überhaupt überlebte, würde er ein sehr schwieriges Leben haben. Doch seine Familie behielt den Glauben und unter anderem deshalb ist Claudio heute ein beruflich qualifizierter Buchhalter. Vielen seiner Kunden hat er durch Beratung und Recherche sehr gut geholfen. Er ist sogar als Motivationsredner auf Tournee gegangen und konnte seine eigene Autobiografie veröffentlichen. Seine Mutter musste ihn tragen, bis er im Alter von 7 Jahren lernte, auf den Knien zu laufen. Seine Eltern ließen sogar ihr Haus umbauen, um Claudios Leben besser zu ermöglichen. Obwohl er durch seinen Zustand anders aussieht, hat er überraschenderweise keine Probleme beim Sehen, Atmen, Essen oder sogar Trinken. Nummer 1. Für manche Menschen ist es in Ordnung, ein paar Tage oder sogar eine Woche lang nicht zu baden oder zu duschen. Andere empfinden das als ekelhaft. 87 Jahre alt ist Amu Haji, der in der iranischen Wüste lebt und als der schmutzigste Mann der Welt bezeichnet wird. Dieser Mann hat seit einigen Tagen oder Wochen nicht mehr gebadet oder geduscht, aber es heißt, dass er seit 60 Jahren nicht mehr gebadet hat. Obwohl er die meiste Zeit in der Wüste verbringt, kann man ihn auch in Höhlen am Rande von Dörfern oder unter Steinhütten schlafen sehen. Wenn er hungrig ist, frisst er verrottetes Tierfleisch, am liebsten ein Stachelschwein. Außerdem trinkt er mehr als 5 Liter Wasser pro Tag aus einem rostigen Blechkrug und raucht manchmal auch Zigaretten, die er von den Dorfbewohnern bekommt. Wenn er sie nicht bekommen kann, raucht er Tierkot. Amu sagt, dass er es hasst zu baden, weil er Angst hat, krank zu werden. Was macht dich einzigartig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.